Sitzer in der zweiten Reihe. Oh. Gut, so stelle ich mir Among Us Abend vor. Oh, scheiße. Oh, da ist die Excel, da ist das Flipchart schon wieder draußen von Dalukan. Oh, oh. Okay, los geht's. Yuzi steht an der Wand. Naja. Schön ruhig? Ja, finde ich auch. Ist übersichtlich. Ist übersichtlich. Was denn jetzt? Wait, what? Was ist hier los? Ich wollte eigentlich nur sagen, ich freue mich sehr, dass wir diese Runde heute zusammengebracht haben. Sehr schön. aber ich kann aber auch was Sinnvolles dazu sagen. Genau das. Witzigerweise. Ja. Also Dizzy, wir haben eine Connection. Ich fühle das. Mhm. Denn du hast den Emergency-Button gedrückt, als ich gerade reporten wollte, dass Isa down ist. Tama, wen hast Tama du? Ist es. Wo liegt er denn? Oder wo liegt so im Elektroraum. Und als letztes mit mir da drin war Markus Attacke. Oh, das klingt auf jeden Fall schon. Das klingt. Da bin ich. Das war im Elektro. Ach ja, du bist ja mit dem Dumm auf der Stirn. Ja. Ich bin gerade in Navigation drin und da ist mir Torobums, der geguckt richtig hat. Und der hat da ungefähr 3,3 Sekunden geguckt. Was ist deine Verteidigung? Meine Verteidigung ist, weil ich gucken wollte, ob du vielleicht gestorben bist, weil da vorher Mimi drin war. Und ach so. Ja, nee. Mimi habe ich gesehen, die hat eine Aufgabe gemacht. Dann habe ich, hab ich meine gestartet. Ja, ich gucke, ich kann dafür wohl gucken gehen, was du da machst. Dann kam Toro nämlich. Und ja, ich gucke, was du da machst. Da gestanden. Dann würde ich jetzt aber auch mal Toro voten, oder? Warum? Ganz kurz. Aber wir dürfen jetzt ja voten, ne? Ich schaue es mal. Tama, warst du es? Ich habe nichts gemacht. Du hast eine Leiche gefunden. Die warte, das muss ich ihn fragen. Tama, warst du es? Nein, ich verspreche. Warte, Tama. Tama ist mir egal. Ich hab Toro gemacht. Warum? Ich hab noch nichts gemacht! Weil ich vertraue Karl und Karl ist eine ehrliche Haut auch. Und deswegen, wenn der sagt, der war unsicher. Karl ist definitiv raus bei dem Mord, weil er bei Navigation war. Ich hab ja auch Tama. Das ist 100% Tama. Nein. T, kannst du das mal. Hallo, wir möchten doch bitte gewinnen. Das ist wichtig, ja? Ja. Ich brauche Elo. Ich bin bei dir, ne? Dennis, Tama, ich will den. Ja. Tama, ich hab nebenbei deinen Stream auf. Sag mal, seid ihr doof oder was? Warum? Was ist? Ich hab's gefallen, tut mir leid. Oh. Oh nee, ich hab. Oh. Ich hab in O2-Aufgaben, das finde ich nicht gut. Oh nein. Okay, wir müssen Müll rausschmeißen. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubidubi. Zweimal Blätter rausgebracht, scheiß die Tür zu. Och, Christian, dankeschön für 6 Monate, Bagger. Puh. Wird wild heute. Es wird wild. Toro ist es, ich hab ihn wenden sehen. Bullshit. Wenn ihr das glaubt, das ist so 100%ig Tama. Er hat in Electrical hat er gewendet. Hä? Also ich war grade, nicht mal in Electrical. Ich bin gerade mit Till auch in Electrical reingegangen, hab Toro auch wenden sehen. Alter, warte, was, ey? Ja, dann ist das doch eindeutig. Kinder dürfen nicht lügen. Dann ist das doch eindeutig. Ich hab Toro wenden. Leute, ich bin keiner. Ich schwör. Ey, macht einen Fehler. Wurde Tama raus. Hey, wir schwören Tama nicht kommt auf euch als nächstes. Ihr seid also beide vermutlich. Merkt euch, Tama und Karl haben gelogen und sind somit suspekt as fuck. Ihr seid so scheiße. Ihr seid so scheiße, ich war's. Ah! Nein. Gut. Endlich mal eine Gruppe, die auch durchzieht. Hier.
Oh, Christian, danke schön. Oh. Oh nein, lass mich nicht alleine. Ich will nicht alleine sein. Nein. Nein. Fabi, danke schön für dein Prime übrigens. Shit, ich will nicht alleine sein. Oh, oh. Was macht Mimi denn die ganze Zeit? Die läuft immer von rechts nach links. Tama? I'm dead. Ich werde so sterben. Oh nein. 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 Warum macht denn keiner Licht an? Was ist denn da los? Mimi war doch da in der Nähe, oder nicht? Werde ich jetzt sterben? Ja. Okay, Tama ist es, glaube ich, nicht, würde ich sagen. Der macht nämlich wirklich Task. Dizzy stand neben der Leiche und hat das gerade gesagt. Ey, Tama, das war ja wohl das schlechteste Alibi, was du dir gerade geholt hast. Ey, was für Alibi? Ich bin doch ein Alibi. Können wir bitte Tama rausfeuern? Hallo? Wo lag denn überhaupt die Leiche? Stopp. Hallo? Stopp mal. Till ist down. Mimi ist down. Toro haben wir rausgevotet. Ja. Ich glaube, Markus Attacke ist im Poster mit Dizzy zusammen. Warum denn ich? Können wir bitte Tama Weil du Markus Attacke bist. Ja, okay, das ist jetzt... Können wir, hallo, Moment mal. Markus Attacke, der heißt Markus Attacke. Ja, genau. Merkt ihr es noch? Ja, ich guck mal. Ich neben der Leiche. Oh, sehr gut, großartig, Tama. Thomas. Ja. Thomas. Wir kennen uns jetzt seit Jahren. Wir kennen uns seit Jahren. Ich schaue dir tief in die Augen und sage dir, und sehe, dass wie Markus Tama Attacke und Dizzy gleichzeitig und Dizzy da reinlaufen. Du siehst das. Tama. Ja, gut. Ja, weil ich im Vent sitze und Tama und Dizzy laufen rein. Ja, und Tama, keine Ahnung, im Vent. Dizzy steht neben der Leiche. Du kannst keines. Also. Und sehe, wie sie die gleiche Aufgabe machen und dann zusammen reinlaufen. Ey, das ist so witzig, Alter. Sorry, ich hab für diese. Hey, Tama, hast du jetzt extra so scheiße gespielt? Oder war das? Was ist mit euch? Hey. Ein bisschen Spaß haben, was ist denn los? Achso, ich dachte schon. War eine gute Runde, ich bin krank. Ich dachte, du saßt wirklich im Bett drin? Nee. Natürlich. Ich saß wirklich im Bett drin. Aber ey, Markus Attacke war's wirklich. Ich hab euch gesagt, der Name ist. Ja, am Anfang hast du's gesagt und dann auf einmal bist du. Ja, ja, Karl hat einfach abgelenkt und niemand hat's mehr interessiert. Ganz also Tama hat aber auch sehr gut einfach für die Imposter mitgespielt. Ja, klar. Ja, du du liegst Imposter. Toro ist im Vent. Karl sagt, ja, hab ich gesehen. Alle mal ein bisschen gesehen. Spannt euch doch mal. Also ja, Tama, da musst du... Die Leiche also, war elektrisch. Ja, Tama, wir spielen ja auch nicht zum Spaß. Aber wir haben auch erst ab 6 gewotet. Ja. Das war gut. Ja, so ein paar Grundregeln. Karl, ich bin nur von deiner Leiche geflüchtet und renn da rein. Huch. Ja, nu, das ja. Ich habe auch zweimal diese Misere gehabt. Ja, ja. Ja, 5 gegen Willi und Abfahrt. Okay, wir swipen die Karte durch. Boah, first try, easy. Uh-oh. Uff. Das geht schnell. Oi. Yep. Das also ich war bei Newstime und da kann es nicht gewesen sein. Ja, ich krieg die Aufgabe nicht hin. Ja, ich habe auch 3 Leute gebraucht. Ja. Dizzy, wer war alles bei dir unten gerade bei Admin? Bei Admin?
Herr Newstime und du warst kurz noch drinne und nee, war Mark. Noch mehr. Mark war noch mit dabei, ja. Okay. Genau. Mark hat Newstime mit Newstime gekuschelt und die Karten durchgezogen. Also die Leiche von Spenny liegt, was ist das, wo der den Müll rausbringen muss in der Cafeteria oben rechts. Wow, da oben killt einer? Also ich sage ja Self-Report, weil es so schnell war und Toro ist eh Massus. Nein, war ich nicht. Nein. War wirklich, wirklich nicht. Okay. Ja, dann glaube ich dir, wenn du sagst, wirklich nicht. Ich war es wirklich nicht. Okay, dann safe. Wir können ja ausschließen. Ja, klar, kann ich Selbstreport kann ich gewesen sein, natürlich. Aber wir können ja auch noch rausfinden, wer da oben ist. Hättest du mal vielleicht die Umgebung analysieren können erstmal? Wie denn mit so wenig Sichtweite? Hat eigentlich irgendeiner bislang schon mal inhaltlich behandelt, dass Newsy gesagt hat, er weiß nicht, welche Aufgabe er da macht? Newsy, kannst du nicht gewesen sein. Ich habe noch Anläufe gebraucht wegen dieser scheiß Karte. So, die geht nicht. Jetzt wird er nämlich hektisch und panisch. Das finde ich auch sehr auffällig, muss ich sagen. Kurzer Tipp, versuch mal die Karte einfach da durchzuziehen. Das ist in dieser Runde verbuggt. Sonst ja, also, ich werde Toro im Auge behalten. Ja, wo warst Karl du denn, Hammer? Wo warst und du denn? Newsy. Wo warst du gerade? Karl ist an dir vorbeigelaufen in eine komplett andere Richtung. Du warst in Mad Bay? Ich hab dich nie gesehen, Karl. Ich hab aber ein Auge auf dich. Karl. Ja, ist ganz klar, wer rausgebotet werden muss. Ja. Warum? Wir wohnen nicht! Hä? Warte, wir haben Toro gebaut. Warte mal, wieso wird auch Toro? Hallo? Das ist ein. Frühstens Toro und die sieben. Oh. Okay, los geht's. Puh. Die Runde ist wild. Oh nein, shit. Fuck you. Fuck you! Okay, ist er nicht. Toro ist es nicht. Good to know. Ist es Tama? Oh, Mann. Dr. Karl? Oh, Hauptsache 50 Task in einen Raum. Oh, Cafeteria. Ich habe die Leiche nicht mal gesehen. Ich hatte nur einen Report-Button. Da in der Nähe von Newstime war auf jeden Fall. Ich bin im Storage. Da ist die Leiche. Dann war es Legacyn. Ja. Was für Legacyn? Legacyn ist der Letzte, der da reingegangen ist. Da sind Dizzy. Wo liegt die Leiche überhaupt? Storage. Dizzy, ich und Toro sind aus Storage raus und dann bist du gerade von Communications Richtung Storage rein, hast den Müll unten gemacht oder dann so getan und dann weggelaufen durch den Electrical. Lag da die Leiche? Also Tama, wir haben dich ja dann verloren. Du warst woanders dann. Markus, Attacke, wo lag die Leiche? Die Leiche lag halt im oberen Teil von Storage, wo es hochgeht in die Mitte. Ja, das kann legal gewesen sein. Ich war unten beim Müll, da habe ich auch Tama gesehen. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt, dass ich von Communications war. Das ist halt einfach gelogen. Also Karl ist mir entgegengekommen. Ich bin Navigation. Was ich an dieser Stelle erstaunlich finde, ist, dass Tama. Du bist Navigation? Hat, ja, Karl ist mir entgegengekommen. Ja, mir auch. Und wieso sagt Karl dann gerade, er sei Navigation? Na, weil er Navigation war. Weil ich aus Navigation kam. Ja. Weil ich in Navigation stehe. Moment mal, an der Stelle möchte ich kurz mal einhaken, weil ich bin erste Runde, bin ich Upper Engine gelaufen und Tama ist in Mad Bay rein. Und hat gesagt, er hat mich nicht gesehen. So, erklär mir das bitte. Weil ich die Karte offen habe am Anfang und einfach dahin laufe, wo meine Aufgabe ist. Also könnte er auch Spawny getötet haben. Aha! Ja, aber ich hatte noch sowieso einen Killcode. Deswegen war ich am Anfang gar keiner. Ich vote Lega. Ich vote Tama. Ich vote auch Lega. Ist halt einfach gelogen, dass er sagt, du bist allein in Storage gewesen sein, während Toro, du warst ich in und Dizzy da rausgelaufen sind. Du hast mich dann gesehen, wenn du... Natürlich, ich habe gesehen, dass du in den Müll gemacht hast. Karl wurde gelaufen, geguckt, wie lange du da stehst, bin rausgelaufen, dann wird in Storage reported. Ich habe auch für Till gewotet. Ihr seid, also... Ich glaube nicht, dass es Tama ist, ich bin ganz ehrlich. Er hat nämlich mit Bay, ist egal. Mm-hmm.
Oh, die Runde ist gut. Oh. Oh nee, ich muss noch Scheiß downloaden hier. Gar keinen Bock drauf. Das dauert immer so lange. Die haben da so unterirdische Download-Speed. Aber der ist immer noch schneller als der Good Old Germany. Oh, endlich hat man ein Licht angemacht. Schon wieder Licht aus? Sag mal. Rot-Tot bei Admin. Ich habe nicht reported, aber ich bin gerade Admin reingelaufen mit Toro zusammen. Mit Dizzy zusammen. Wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Bei Admin? Ja. Toro habe ich gerade noch in Navigation gesehen. Also ungefähr vor so 30 Sekunden. 25 Sekunden so rum. Also wir sind jetzt... Mimi? Du warst wer? Wer kommt ich von Admin? Ich war in Electrical. Ich war bei Admin, aber du bist doch nach Communications runtergelaufen. An mir vorbei. Ja, ja, ich bin Communications und dann bin ich die große Runde über Cafeteria in Admin. Das war aber ein bisschen schnell. Bin durchgelaufen, meine Aufgaben sind fertig. Ah ja. Mit Wend ist auch schneller, ne? Richtig, mit Wend ist auch schneller. Karl, das ist jetzt aber, wenn du bist jetzt quasi über die Engines bist du rumgelaufen durch Cafeteria an Admin rein, ja, von Elektro. Ja, weil ich habe da gestanden bei Admin in der Dings und habe da hier eine Aufgabe gemacht, Kabel. Ja, fixen. Aber wie lange ist du bist das nicht an mir vorbeigelaufen? Gerade eben, jetzt gerade eben. Wir standen direkt am Anfang der Runde, sind wir runter in Admin gelaufen, Isa, jetzt mal bei aller Liebe. Ja, ich weiß, und dann bin ich weiter runtergelaufen und du bist Richtung Communications und dann bin ich nochmal hochgegangen zu Admin. Dann bist du nicht nochmal an mir vorbeigelaufen. Das ist ein ganz klarer Vot für mich. Also die Argumente sind sehr, sehr schlüssig. Also wirklich, Isa. Die sind schlüssig für mich. Da gehe ich bei Karl direkt drauf. Also wait, aber du sagst doch, du bist mit Karl zusammen in den Raum reingelaufen, oder nicht? Hey, ich denke, keine Rolle. Wie ich das jetzt verstanden habe, war Isa die letzte, die in Admin ist, oder nicht? Ich bin trotzdem durch den Wendt. Hat Isa nicht gerade gesagt, sie ist nochmal da hoch? Haben ja, getötet, bin dann wieder raus und dann mit Dizzy zusammen da reingelaufen. Genau, das macht am meisten Sinn. Um dir ein Alibi zu verschaffen. Richtig, das macht am meisten Sinn. Ich vote für mich selber. Das finde ich gut. What? Hast du aber nicht gemacht, Lügenkobold. Ja, weil die gehabt. Zeit abgelaufen ist. Shit. Wir sind ganz schön am Arsch. Aktuell. Die Situation ist eine beschissene. Licht muss an. Hauptsache Karl hat seine Task fertig. Das kann am Arsch hat er seine Task fertig. Das ist Karl. Karl kann seine Task noch gar nicht fertig haben. Die sind noch nicht fertig. Hab alle Aufgaben fertig, Galligrü. Und da war schon vorbei, der Mai. Wow, Karl, wirklich. Wow. Habt ihr denn nicht gewotet? Ich war 20 Sekunden. Könnt ihr mal bitte einfach mehr auf mich hören? Einfach, denn das, was ich sage, stimmt. Nee, Tamara, das war einfach schlecht. Was war mit dem Vent vorhin? Ja, erklär das mal, Tamara. Nee, das war hast du dir schon die Fläche gegeben an Ehrlichkeit. Er hat nur den Namen falsch gelesen. Richtig, genau. Ich hab da manchmal Herausforderungen. Ich hab den Admin echt nicht getötet, das war ich nicht, das war Till. Das stimmt.